Ich glaube, man muss eine, also ich mache es jetzt einfach mal, einen Epilog sich leisten, ganz kurz, als Einführung. Ich tippe mal, als Max Eberl damals von Gladbach weg ist. Und ich habe keinen Zweifel daran zu glauben, dass es stimmt, was er gesagt hat, als Begründung, warum er damals da weg ist. Mal abgesehen davon, dass er sich so oder so totgelaufen hat, da glaube ich. Aber sagen wir mal, okay, der war krank und wollte einfach raus aus dem Job. Gut. Dann hat er sich danach als Wiedereinstieg überlegt, was kann noch kommen nach Mönchengladbach in der Größenordnung in Deutschland? Gibt eigentlich zwei, drei Clubs, die wahrscheinlich noch größer sind und wo man auch wirklich ernsthaft arbeiten kann. Bayern München war zu dem Zeitpunkt, klar, dass es immer seine Destination war, aber war zu dem Zeitpunkt zu. Und nach der Transferperiode, die Salihamidzic hingelegt hat, glaube ich, dass Eberl sich dachte, okay, er ist gerade befördert worden, rein in den Vorstand. Das wird nicht passieren. Also brauche ich für die nächsten Jahre was anderes. Dortmund ist auch zu und wahrscheinlich für ihn sowieso gleich dreimal zu, als Borussia Mönchengladbach-Mensch noch dazu zu. Also hat er gesagt, okay, fuck it, dann mache ich Leipzig. Ob der davon überzeugt war, glaube ich nicht. Eberl ist aber null jemand, der international arbeiten könnte, glaube ich. Sondern das ist einer, der ganz viel über Kommunikation und so kommt. Und zwar fast ausschließlich, glaube ich. Sodass der damals mehr oder weniger wider Willen einfach als Karriere-Step Leipzig angenommen hat, wahrscheinlich auch überredet von ein paar finanziellen Argumenten, die ganz gut sind und dass das nicht gepasst hat von vornherein. Ich glaube, gab es ja irgendwie, deswegen waren ja auch alle so verwundert und irgendwie auch so zum Teil persönlich beleidigt, dass er das gemacht hat, weil es einfach nicht passt. Das ist Quatsch. Aber es ist aber witzig, dass dass sie jetzt mit diesem Thema kommen, RB, dass sie ihn raushauen wegen Commitment zum Verein. Und das war ja von Anfang an nicht gegeben. Direkt nach Amtsantritt war er bei der Bild in so einem persönlichen Interview, wo er gesagt hat oder wo er gefragt wurde, ob er für sich das Thema Bayern zumachen kann. Also, dass er nicht zu Bayern geht in den nächsten Jahren und seinen Vertrag bei Leipzig erfüllt. Und hat er gesagt, ja, weiß ich nicht, mal gucken, ob ich entlassen werde bei RB Leipzig. Es kann ja auch alles passieren. Und Stand jetzt weiß ich nicht, was die nächsten Monate, also was dagegen spricht, dass ich die nächsten Monate bei RB bleibe. Was dann schon witzig, dass es genau so passiert ist, dass er entlassen wird, mit der Begründung, kein Commitment zum Verein. Und wenn, ich habe vorhin erst gelesen, dass die Bayern ihn jetzt für 5 Millionen aus seinem Vertrag rauskaufen. Und er sagt ja, er wurde auch in dem Gespräch gefragt, ja, was machst du denn, wenn der Uli Hoeneß dich anruft? Da sagt er, ja, da gehe ich halt mal ran. Und ich glaube auch, dass der die ganze Zeit darauf gepokert hat, dass bei Bayern die Tür relativ schnell aufgeht. Jetzt dann, seitdem er in Leipzig ist. Ja. Seitdem er in Vorher Leipzig ist, ja. absolut Uli, bin ich voll auf der Uli-Seite. Seitdem der dann aber in Leipzig den Vertrag unterschrieben hat und gemerkt hat, okay, da geht was, deswegen hat er von vornherein das Commitment gefehlt. Und jetzt kommt aber was Ja, ich hinzu, finde aber. über das ihr noch gar nicht meiner Meinung nach gerade nachdenkt. Und das ist so auch der Mensch, Max Eberl. Der war da mit einer sehr jungen, glaube ich, aus dem Teammanagement zusammen in Gladbach. Arbeitet dann in Leipzig und ist aber eigentlich ein Bayer. Trifft dann seine Jugendliebe wieder, mit der er, glaube ich, mit 14 mal ein halbes Jahr lang zusammen war. Und die wohnt zufälligerweise jetzt noch in München. Und wie viel Zeit verbringt er dann in München? In einer Phase, wo er eh merkt, da könnte vielleicht dann ein Anruf mal kommen, auch wenn natürlich Uli das jetzt dementiert. Es gibt keinen Kontakt, aber. Vielleicht meint Uli Hoeneß damit ja auch immer den persönlichen Kontakt 1:1 am Tegernsee. Vielleicht war er einfach noch nicht vor Ort. Eine SMS wird bestimmt mal in irgendeiner Form, wobei ich glaube, der Uli Hoeneß schreibt keine SMS. Vielleicht war es ein Telefonat. Nee, aber das kommt ja noch Max. hinzu. Und wenn der dann halt tatsächlich in den letzten paar Monaten, jetzt vor allem dann nach dem Transferfenster, nicht so häufig in Leipzig war, vielleicht auch so ein bisschen New Work und so, hat leben wollen und die in Leipzig dachten sich, ja, wenn der jetzt zu uns kommt, dann ist der gefälligst jeden Tag auf der Geschäftsstelle. Dann sind es, glaube ich, so ein paar kleinere Puzzleteile, die ja dann insgesamt das Fass zum Überlaufen gebracht haben, in Leipzig zu sagen, ja, jetzt ist es einfach zu viel, wir haben uns das anders vorgestellt und uns ist dann auch egal, ob der Vertrag noch bis, keine Ahnung, 27 gefühlt Ja, wahrscheinlich läuft. Und dann. also dass es nicht passt, das glaube ich, haben wir ja, das haben wir ja alle gesehen. Es war damals schon irgendwie ein komischer Fit, vor allem, weil keiner hat ja so oft das Wort Konstrukt in den Mund genommen in Bezug auf Leipzig wie er und solche Sachen und keiner hat die so oft kritisiert wie er. Auch natürlich, um ein paar Gummipunkte irgendwie abzuholen, glaube ich, in der Öffentlichkeit, aber das, weil so tickt der schon ein bisschen auch, glaube ich. Aber jetzt plötzlich ist er da, bei Leipzig dann plötzlich macht es und alle finden ihn irgendwie komisch. Dann hat er gemerkt, wie Uli gesagt hat, ja, es ist zu, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Und jetzt hat er aber schon gemerkt, dass da einfach eine Lücke aufgeht. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie es irgendwie so
provoziert hat, rauszufliegen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich, so setze ich den jetzt auch nicht ein irgendwie. Aber ich schätze halt den Minzlaff schon so als harten Hund ein, dass der sich denkt, hey, das vergesse ich dir nicht. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, der ist einfach, es gibt ja kein Problem, den rauszukicken, weil du hast ja mit Schröder schon einen da, der das machen kann, theoretisch. Dementsprechend werden die gesagt haben, du, dann ist das Thema jetzt durch, der soll jetzt gehen, jetzt reicht's. Vor allem, was wir gehört haben, ist jetzt eine Quelle von mir, muss natürlich jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein immer, aber sagen wir mal so, er war schon mal, es gab schon Zeiten, wo er wirklich länger auf der Geschäftsstelle war. Also in Gladbach musste er wirklich in der Geschäftsstelle geschlafen haben, genau. Veröffentlicht. Ja, genau. Und er musste da. Was meinst du, Uli? Warte mal, jetzt war der Uli kurz weg. Hat die Bild auch schon veröffentlicht, meint er. Ach, veröffentlicht. Ja. Bild hat getitelt, Eberl war faul. Ja, das, was? Genau. Das ist so jetzt nicht, faul würde ich jetzt nicht sagen, aber er nimmt sich schon immer mal wieder raus. Und ich glaube, in der ganzen Gemengelage, wenn die, das ist so ein, ich sage es mal, Startup-Mentalität, die arbeiten da, die machen da. Er war dazu auch, muss man auch sagen, in Mönchengladbach hat er ein Budget gehabt und das hat er gemacht. Hier in Leipzig muss er schon immer mal wieder nachfragen, kann der Konzern das überhaupt stemmen, kriegt das? Das, glaube ich, sind so ein paar Dinge, die haben einfach nicht zusammengepasst. Dann kommt München plötzlich und so weiter und so fort. Aber jetzt mal unter uns, jetzt im Nachhinein, ich glaube, so macht das alles Sinn. Aber jetzt im Nachhinein muss man schon überlegen. Also ich weiß noch, Fußballmanager, ich weiß nicht, vor 3 Jahren oder sowas, da war Eberl noch bei Gladbach, da habe ich den sofort zu meinem Sportdirektor gemacht, weil ich den einfach super cool fand. So ein Underdog-Typ, dem gibst du die Chance, einfach so ein geiler Typ einfach so von einem kleineren Verein, der hat die über hochgeführt, aus dem Nichts irgendwo plötzlich in die Champions League und zu einem ordentlichen Verein. Aber was ist denn seither passiert? Also es ist Wahnsinn, das muss man schon mal sagen. Die Aussagen, die der getätigt hat, die ja alle schlechter gealtert sind als mich, weil er dann 3 Sekunden später genau beim Gegner aufgekreuzt ist, dann natürlich aber auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, dann war er schon fast bei Bayern, dann doch irgendwie nicht, dann ist er bei Leipzig, nimmt das an, dann wird da aber trotzdem über ihn mit Bayern gesprochen oder er spricht trotzdem irgendwie mit Bayern, dann jetzt wird er entlassen, weil irgendwie das alles nicht so geklappt hat, wie er wollte und weil sie, wie sie wollten, also insgesamt, also ich hab Doppelpass gestern auch geschaut, also Sympathieträger ist der jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist schon krass. Also, und ich mochte den wirklich. Mag den auch immer noch, aber selbst wenn ich an die Person denke, denke ich momentan so ein bisschen, boah. Aber zur Ehrenrettung von Max Eberl und jedem Fußballfunktionär, das sind Jobs für die. Und jetzt nicht so extrem zeitlich begrenzt wie bei Fußballprofis, aber in erster Linie verdienen die ihr Geld damit, das ist ihr Beruf. Wenn sie sich verbessern können, müssen sie das machen. Und wenn du die Rolle wechselst, musst du halt auch die Rolle wechseln. Und er hatte die Rolle bei Borussia Mönchengladbach für Traditionsverein zu stehen und zu sprechen. Ob er davon immer überzeugt war oder nicht, egal, musste er machen, weil ansonsten hätte das Umfeld, wäre wahrscheinlich getürmt. Und jetzt musste er halt bei Leipzig relativ schnell das Gegenteil machen. Und das ist aber nun mal einer der 2, 3 Top-Arbeitgeber, sowohl was den Verdienst betrifft, als auch was die grundsätzlichen Möglichkeiten in Deutschland betrifft. Ich bin schon bei euch, mit Haltung geht man halt dann nicht hin. Gut, kann man auch machen. Aber nochmal, deswegen diese ganz wichtige Einführung, glaube ich, er dachte halt damals, es gibt keine Option, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass Salihamidžić den Posten so schnell räumen muss und Kahn damit. Oder das, was das, dazwischen das, möglich das gewesen ich, wäre. Das, oder das, Neffe, das finde ich interessant, weil ich fand, also in meiner Wahrnehmung war es irgendwie, war das ganze Projekt mit Brazzo und Kahn, Das war absehbar, dass das nicht funktioniert. Also, ich hatte immer. Ja, das aber Bayern Gefühl, ist den, Bayern und ich hätte schon. Ja, ja, ich das dachte ist, nicht, also, dass die. Also, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, bei Brazzo und Kahn, dass es da auf eine schnellere Trennung irgendwann hinausläuft. Alleine wegen der ganzen Kommunikation. Einer von beiden. Einer von beiden. Das wäre eher Brazzo gewesen, einer. Wobei man ja immer dachte, wird protegiert. Und deswegen wäre es für Eberl halt auch eng geworden, dass da irgendwo ein Vakuum entsteht. Und dass es halt jetzt dann gleich so groß wurde und jetzt erstmal Leute geholt worden, die halt dann auch klar unter Eberl eigentlich einzuordnen sind. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, wo ihm das Reisen nach München momentan, glaube ich, sehr schmackhaft macht. Weil er sich halt eben denkt, ja, mal gucken, was sie jetzt noch machen. Allein Kaderplanung, wenn wir das Wort jetzt wieder nehmen, was jetzt passiert mit einem Trainingsgast, ist ja wahrscheinlich auch noch Thema. Ja, dass da gerade eben eine Unzufriedenheit am Tegernsee herrscht, ist doch klar. Und dass er sich dann denkt, ja, vielleicht ist genau jetzt der
der Moment, dort reinzugehen. Der Trainer hat sehr viel Macht. Dass der landet, ist ja klar. Oder dass, ja, dass der Ball da landen wird, genau, ist klar. Genau. Ja, und momentan ist aber halt eigentlich die perfekte Konstellation für ihn. Und der wird sich im letzten halben Jahr gedacht haben, warum habe ich denn genau jetzt eigentlich in Leipzig unterschrieben? Und deshalb, glaube ich, hat er halt aber auch das nicht ausleben können. Aber wechseln wir mal die Perspektive. Wenn du jetzt Bayern wärst, würdest du jetzt noch zu dem gehen, nach den ganzen Vorwürfen? Ja, genau. Oder würdest du nicht auch mal überlegen? Na, ist ein bisschen komisch vielleicht. Wer ist denn Bayern? Ich glaube, das ist Uli Hoeneß relativ wurscht. Ja. Und der ganze Rest wird, denke ich schon, wirklich. Also so ein Dresden und so, glaube ich schon, dass die das große Ganze Max Eberl jetzt auch erstmal wahrnehmen und sacken lassen und dann vielleicht auch nochmal mit einem Uli Hoeneß sprechen und sagen, bist du immer noch sicher? Und dann wird der sagen, ja, das ist der Mann. Und dann wird es passieren. Aber Uli Hoeneß wird den durchdrücken, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ist ja schon so. Karl Rummenigge wird. Nee, baut sie. Rummenigge wird wahrscheinlich sagen, ich sag immer am Ende des Tages und er sagt am langen Ende, da treffen wir uns doch. So wunderbar. Ja. Baut sie, Freund ist Sportdirektor und wir reden ja vom Sportvorstand. Ja, und du holst den einen und ich hol den anderen. So war es doch schon immer. Jeder hat einen Schuss. Aber ich. Und Thomas Tuchel kotzt im Quadrat, das ist geil dran. Ja, das ist das Allergeilste da dran. Er kotzt einfach nur. Und es ist ja der absolute Wahnsinn, wenn wir dann jetzt auch beim Thema Thomas Tuchel sind. Der kotzt sportlich absolut im Quadrat. Ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gegen Leipzig gesehen? Mhm. Und wenn du siehst, was Thomas Tuchel an Matchplan vorhatte. Ich war gestern zusammen mit Martin Raffelt, war ich beim Rasenfunk und wir haben so ein bisschen abgenerdet über den Matchplan von Thomas Tuchel gegen den 4-2-2-2 von Leipzig, was er da mit seinem 3-Box-3 vorhatte, dass es genau das Richtige eigentlich ist. Das ist ja dieses City-Guardiola-System, aber dass die Spieler einfach null passen zu seiner Spielphilosophie und die deswegen vollkommen unter... Also du bist ja bei einem 3-Box-3, wenn du es gegen ein sehr kompaktes 4-2-2-2 spielst, bist du ja darauf angewiesen, dass der Gegner irgendwann den Flügel ein bisschen weiter einrückt und dann diese Bewegung losgeht, dass der Sechser vorschiebt, dass du dann über den ballfernen Zehner und Flügel so eine 2-gegen-1, also 5-gegen-4 Situation gegen die letzte Kette reinkommst. Das hat aber nie funktioniert, weil Bayern das Spielermaterial dafür gar nicht hat. Und, ja, aber den Satz musst du jetzt einrahmen, dass Bayern München halt ein Spielermaterial für irgendwas nicht hat. Ja, ihr Anspruch ist ja, egal welcher Trainer kommt, egal welche Idee der hat, aber die Bayern München-Spieler können alles. Das war ja gestern auch ein Witz, also im Doppelpass, wenn dann irgendwie geheißert, die Bayern haben ja so einen Superkader, das sehe ich überhaupt nicht. Die haben so viele Lücken, der Kader ist so dünn. Ja, die haben mit Sicherheit 3-4 Cornerpieces, um die du jetzt auch anfangen kannst, was aufzubauen wieder. Und für die Bundesliga wird es reichen, darüber brauchen wir ja auch nicht drüber diskutieren oder dass sie halt irgendwie zumindest oben stehen, ob es dann Meister wird oder nicht, ist eine andere Sache. Übrigens, Tor Mikhailo Mudryk, 1-0 Chelsea. Ach, das gibt's ja nicht. Mudryk mit dem ersten Premier League-Tor. Warum ist Oktober, läuft wieder. Endlich. Ich sehe das halt überhaupt nicht, die den Kader zu haben. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Dann sind auch noch, überleg mal, Kim und Upamecano, die ja eigentlich, die eigentlich deine Stars da hinten sein sollen, die beide nicht funktionieren. Und dann muss ich echt sagen, was ich bei Tuchel auch momentan echt nicht verstehe, also ich glaube, dass der, das war auch Diskussion im Doppelpass, muss man echt sagen, also dass er in der Öffentlichkeit ich weiß nicht, was die Mannschaft gerade macht, so. Das ist diese Ratlosigkeit, dass er sich da die Blöße gibt, würde ich, glaube ich, nicht machen. Also ich kenne ihn ehrlich gesagt auch anders, weil das hat er jetzt bei Chelsea nicht oft gemacht, sondern es war eher so, er hat sich immer vor die Mannschaft gestellt und eher immer so getan, so quasi, wenn dann irgendwie Angriff auf die Mannschaft kam, dann hat er gesagt so quasi, das geht euch gar nichts an, das ist meine Mannschaft, das kriegen wir schon hin. Aber dass er jetzt halt wirklich sagt so quasi, ich weiß nicht, was die machen und ich weiß nicht, warum das so ist, das ist jetzt nicht das erste Mal, das finde ich schon irgendwie bezeichnend. Ich glaube, dass der auch wirklich, der schmeißt dich hin, aber ich glaube, das ist einfach nicht der Typ dafür, aber das geht ihm gerade tierisch auf den Sack alles. Also vor allem das Intervall. Wann hat das denn das letzte Mal gesagt? Das letzte Mal war das Supercup gegen Leipzig. Ja. Das ist jetzt das macht er schon öfter. 9 Wochen her. Es ist mir zu oft und du hast ja, wie man immer sagt, also zu oft kannst du es halt nicht machen, weil irgendwann sagen die Spieler auch. Ach, komm, ja, aber wie oft im Jahr darfst du es machen? Immer sind wir es auch nicht. Ja, genau. Wie oft im Jahr darfst du es machen? Und er hat es im April, als er dann auch komplett nochmal erst himmelhoch jauchzend, schockverliebt in den Kader, 2 Wochen später Ratlosigkeit, das war dann, glaube ich, Ende April.
Dann hast du diesen Supercup, ja, der war gefühlt im Juli schon. Jetzt haben wir mittlerweile Ende September. Also du kannst nicht alle zwei Monate komplett sagen, sorry, aber ich bin völlig ratlos mit dem FC Bayern München. Weil dann werden aber die es, richtig... Aber Ratlosigkeit richtig ist doch das falsche Wort. Ratlosigkeit ist das falsche Wort. Er stellt sich ja nicht hin und sagt, ich weiß nicht, was zu tun ist. Er stellt sich hin und sagt, der Plan ist das eine, das Umsetzen das andere. Also er sagt, ich und die. Ja, aber ja, das ist schlimmer. Das ist, ja, aber ratlos, warum ich nicht an die rankomme. Und das war vor allem im April der Fall, meiner Meinung nach. Ja, und das ist aber genau das Problem. Zum Beispiel sprechen wir die ganze Zeit davon, dass Leon Goretzka nicht funktioniert. By the way, steht 2-0 für Chelsea, aber nur Broja hat getroffen. Hier, die hast du deine Top 4, da kommen noch welche. Nee. Definitiv also, nicht. Wir sprechen über Leon Goretzka. Entschuldigung, 12. August. Also da hast du April, jetzt war 12.8., jetzt ist noch nicht mal der 12.10. Also das ist zu häufig, dass du gegen Leipzig nennen wir es anders, Uli, nicht Ratlosigkeit, sondern eine, keine Ahnung, was die, das ist sehr gut gesagt von dir, was die da, die aus der Kabine rauskommen, umsetzen im Vergleich zu dem, was ich ihnen versuche mitzugeben. Ja, aber das ist doch genau das Thema. Aber wir kommen doch dann immer wieder bei dem Thema Spielermaterial raus. Warum performt eine Leon Goretzka nicht? Thomas Tuchel hält die ganze Zeit auch gegen Leipzig an seiner 3-2-Restverteidigung fest. Das ist ja der signifikanteste Unterschied zu dem, was Julian Nagelsmann gemacht hat. Bei Bayern ist es ja häufig so, dass sie immer diese 3-2-Restverteidigung haben. Dann werden sie irgendwann, und das ist dann eben auch der Unterschied zu dem 3-Box-3 von City, dass die Bayern irgendwann ungeduldig werden. Weil Coman, du sagst es ja immer so schön, Flo, das ist halt der Stop-and-Go-Spieler und nicht der Spieler im linken Halbraum, der mit Davies kreiert und der die I vorauszieht, weil sie dann zu ungeduldig werden. Deswegen funktioniert werden. Ja, irgendjemand hat es gerade im Chat gesagt, wenn du mit, auch der Bauzi, wenn du mit Coman und Davies auf einer Linie, auf einer Seite spielst, ja, das ist zweimal der gleiche Spielertyp, wenn auch jetzt, ich will jetzt hier nicht miteinander vergleichen, aber du kannst nicht, in dem Fall ergibt Minus und Minus oder Plus und Plus halt eben nicht Plus, sondern Minus. Plus und Plus ergibt Minus, ja. Weil jeder einzelne von denen kann eine Waffe sein, Plus, aber die beiden Plus miteinander ergeben einfach ein Minus. Ja, aber das ist doch aber genau das Problem. Der Matchplan ist ja tendenziell nochmal, war auch gegen dieses 4-2-2-2 von Leipzig nicht verkehrt. Die Spieler können es aber nicht ausführen. Leon Goretzka geht in diesem System vollkommen unter, weil der 0% seine Stärken ausspielen kann. Und da muss ich dann bei Thomas Tuchel auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir bei ihm erwartet, dass er sich mit diesem Team eine Spielidee, ein Spielsystem zurechtlegt, was kompatibler ist für diese Mannschaft. Und es gibt da mit Sicherheit auch Lösungen und Optionen, wie du es innerhalb von einem, auch von einer 3-2-Restabsicherung ein bisschen anders von der Statik her spielst, weil im Endeffekt, was haben sie dann gemacht in der zweiten Halbzeit? Sie haben einfach nur noch Leipzigs Pressing gematcht. Sie haben dann einfach 4-1 flach oder 2-3 aufgebaut und vorne Mann gegen Mann. Und die Position, die Goretzka normalerweise spielt, da hat er dann Guerrero hingeschoben, weil der so eine 1-1-Situation nochmal besser auflösen kann. Deswegen hatten sie Leipzig die ganze Zeit hinten drin. Und das ist mir einfach zu dünn. Sei bitte nicht böse. Also ein Bundesligist, der 2023 Buna Sarr auf der Bank hat, muss absteigen. Naja, das Buna Sarr ist eine harte Nummer. Aber es sind... Mal ganz ehrlich, auch wie sie in diesem Spiel noch unentschieden spielen. Sie hatten natürlich dann noch Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit. Im Endeffekt ist es ein total dämlicher Handelfmeter und ein Fehler von Simakar gepaart mit Javi Simmons. Simakar darf den Ball niemals so annehmen. Nach einer eigenen Ecke ist es, glaube ich. Und Javi Simmons geht halt die Meter in der Konterabsicherung nicht mit. Ich glaube, der geht die nicht mehr im Vollsprint mit, dann steht Schlager noch falsch und. Aber normalerweise muss Bayern das Spiel gegen ein sehr, sehr harmloses RB Leipzig, ich glaube, die haben nur dreimal aufs Tor geschossen, in 90 Minuten müssen die es eigentlich verlieren. Ja, also, weil man sagt, du hast zwei wieder, oder? Wie gegen Leverkusen. Richtig. Ja.
Du hast mit Sané ja jemanden, der momentan echt gut drauf ist. Es hat einen brutalen Lauf, muss man echt auch sagen. Und eine Sache, die ich auch gesehen habe, das hat Armin Fee ganz gut gesagt, dass sie halt auch, das sieht man ja auch, dass sie Harry Kane halt überhaupt noch nicht einbinden irgendwie. Der kann es ja noch viel, viel besser sich fallen lassen, prallen lassen, aber auch verteilen. Das soll er aber nicht. Aber du bindest ihn halt gar nicht ein. Du kannst es eigentlich das besser nutzen. Das ist aber genau das Problem. In der ersten Halbzeit hat er, glaube ich, 4 Ballkontakte gehabt. Ja, aber das ist auch so gewollt. Also das soll er auch so machen in dieser 3-Box-3. Der soll sich nicht fallen lassen. Das ist nee, dann musst du ihn öfter finden. Dann musst du ihn besser finden. Genau. Aber das ist doch genau dieses Thema Geduld und Ungeduld in diesem 3-Box-3. Guck dir mal Man City an, wie lange die sich den Gegner herspielen, bis sie diese Pärchenbildung 2-gegen-1 auf dem Flügel haben. Bei Bayern wird es so schnell ungeduldig, dass dann Harry Kane aus seiner Position fällt, dass dann Coman aus seiner Position fällt und dann wird es sofort chaotisch. Dann kriegen sie keine Tiefe mehr rein und dann sieht es immer so aus wie beim Handball, weil dann haben sie auch keine 2-gegen-1, sondern meistens 3-gegen-2 Unterzahl. Und bei Bayern funktioniert es ja aktuell dann auch nur in der Bundesliga, weil die Spieler für sich entscheiden. Nimm mal Leroy Sané, der entscheidet ja für sich, wann gehe ich von der Breite in den Halbraum. Wann. Das sind ja alles individuelle Entscheidungen, die wenig damit zu tun haben, was wir gerade gruppentaktisch machen. Und Leroy Sané, offenes Geheimnis, ist für mich aktuell einer der Top-3 Flügelspieler der Welt, so wie er aktuell performt. Und wenn du den halt im Team hast, der wird dir gegen jedes Team der Bundesliga irgendwo Lücken reißen. Der ist aktuell eigentlich der Lewandowski der letzten Jahre, weil sie immer einen Spieler brauchen, der den Unterschied gemacht hat. Und den haben sie momentan mit Sané. Und gruppentaktisch, was du gerade angesprochen hast, sehe ich bei Bayern momentan nichts. Und deswegen ist er dann halt ratlos, weil er sagt, was setzen die eigentlich um? Also das Ding ist, du musst es da bei gruppentaktisch nochmal unterscheiden zwischen was gibt der Trainer vor und was setzen die Spieler am Ende des Tages um. Ich glaube einfach, und das ist auch, da bin ich der festen Überzeugung, dass es im Laufe, spätestens nach der Winterpause, im Laufe der Saison noch einmal richtig knallen wird zwischen Thomas Tuchel und den Verantwortlichen bei Bayern, weil sie den Kader nicht so zusammengebracht haben. Knallt doch dauernd schon. Also das ist doch alles, es ist kein so großes Geheimnis, dass der ernsthaft überlegt hat, im Sommer sein zu lassen. Ich behaupte auch, das, was du sagst, dass er sein Ding durchzieht, obwohl es nicht zum Kader passt. Das ist auch eine Form von. Naja, 100%. Ich weiß es besser und ich bin jetzt mal stur und zieh es durch. Und da würde ich fest. Und jetzt kommen wir zu noch so einem Ding, Uli. Ich finde auch die Boateng. Ich nenne es jetzt einfach mal eine Nominierung. Das ist ja eine Nominierung aus dem Nichts. Das ist genau das Gleiche. Das ist nochmal, ich zeige euch, wie unzufrieden ich mit der Kaderstruktur bin. Genau. Und ich brauche jetzt also, was. Klar, von ich wem? Mal richtig ins Nest. Ja. Naja, ja, vor allem, ich habe gerade nachgeschaut, die Bayern haben ausgegeben 155 Millionen, haben eingenommen fast 180. Dass du als Verein, der ja erkannt hat, Mist, es funktioniert nicht, dass du mit einem Finanzüberschuss rauskommst, dass du drei Positionen eigentlich nicht besetzt hast. Also du hast keinen richtigen Sechser, das wollten sie Ewigkeiten, haben sie nicht hinbekommen. Du hast keinen richtigen Rechtsverteidiger, was sie seit Ewigkeiten eigentlich wollen. Okay, Masraoui, aber den mag er offensichtlich ja nicht. Wie man sieht, ja, es ist ja so. Und du hast halt auch 0,0 Tiefe in dem Kader. Und du musst allein mal ständig rechts spielen. Du hast Goretzka und Kimmich jetzt wieder auf der 6, das Thema hatten wir schon 15 Mal. Das ist immer dasselbe. Und wenn du dann eben siehst, dass du dann eben noch, dass du hättest ja noch einen Innenverteidiger gebraucht, du hast 2 abgegeben, da hast du auch keinen mehr bekommen. Und dann hast du jetzt mit Boateng jemanden, den du holst. Ja, okay, also diesen Kniff habe ich noch nirgends irgendwo gelesen oder gehört, was man von Trainern ja immer hört, dass du sagst, wir brauchen einfach Beine im Training. Also, dass du wirklich sagst, wir brauchen einfach 5 Innenverteidiger, 6 Innenverteidiger, damit wir im Training halt mal ein paar Spielformen machen können, damit wir im Training halt auch mal wirklich mit 2 Viererketten gegeneinander spielen können, theoretisch. Das kann ich nachvollziehen, dass du dann sagst, wir brauchen den einfach, wir geben den einen Jahresvertrag und wenn der dann irgendwann mal, sollten wir gegen Preußen Münster im Pokal spielen, mal eine halbe Stunde kriegt, dann ist das okay, theoretisch. Für mich ist es keine Kaderkorrektur, das ist mehr,
das, was der Uli angesprochen hat, weniger Kaderkorrektur. Ja. Und vielmehr genau, nochmal, der wurde ja nicht gescoutet jetzt in Franken. Wenn die wirklich geguckt hätten, was Boateng macht. Ich sage nur, das wäre der einzig zulässige Punkt für mich. So, ach, meine so, es wär, okay, ich. Sorry. Genau, so habe ich gesagt. Wenn das der Punkt ist, wenn du sagst als Trainer, wir brauchen einfach ein paar Beine und wir brauchen ein bisschen Tiefe, dann ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es so ist, sondern ich glaube, dass es einfach ein Riesenzeugnis dessen ist, was sie im Sommer nicht getan haben. Ja. Ganz einfach. Mehr ja, ist Politikum. Jetzt kommt aber folgendes Problem mit dazu. Ich glaube, dass viele bei der Personalie Jerome Boateng sportlich gar nicht mal so viel sagen, sondern es gibt da einfach bei dieser Verpflichtung noch so viele Nebenkriegsschauplätze, ja, wo ich mir nicht... Ja. Das kommt halt auch noch ganz erschwert mit dazu. Ich glaube, dass es auch da bei der ganzen Kritik gar nicht ums Sportliche geht und viele auch gar nicht mit dem Finger auf... Kann ja gar keine einschätzen. Ne? Und, Wer ist denn Jerome Boateng im September 23? Das hast du das letzte Mal gesehen. Ich habe ihn vor einem Dreivierteljahr in Lyon gesehen. Das war ganz schwach. Und deswegen wurde der mit Sicherheit auch nicht mehr jetzt gescoutet, sondern das kam von einer Fraktion, nenne ich es jetzt mal, oder vielleicht auch nur von einem, der ganz weit auch weg vom Scouting ist. Und deshalb ist das ein reines Politikum eigentlich, die Personalie. Aber ich meine, der Elefant ist ja im Raum, dann lassen wir ihn raus. Du kannst ja nicht als Bayern München, also es gibt ja gerade in Deutschland diese ganzen Diskussionen, du kannst ja nicht als Bayern München jemanden holen, der derart gegen die angeblich gelebten Vereinswerte verstößt, wie der einem schwebenden Verfahren steckt und dann holst du dir, also das wäre ja schon ein Makel für Bayern per se gewesen, dass er in seiner Bayernzeit diesen ganzen Scheiß gebaut hat, aber dann ist der ein Spieler, den du dir zurückgeholt hast. Wofür? Damit du den 10 Minuten gegen Freiburg einwechselst, wenn es 4-0 steht. Und dafür holst du dir den Spieler in den Kader und dann heißt es, der Bayern-Spieler Boateng ist verurteilt. Weil ich meine, was ich gelesen hatte in der SZ ist, dass kein Zweifel an der Schuld besteht, ne? Nee. Dieser Tat. Dass und er die mehrfach Art. Geschlagen hat, seine Frau am Boden liegend und so weiter. Die Richterin hat es relativ deutlich nach außen gegeben über die Gerichtssprecherin, dass kein Zweifel an der Schuld besteht. Also, sorry. War nicht sogar die zweite Verurteilung, also es war ja schon mal eine Verurteilung, dann ging er in Revision und die zweite Strafe wurde nochmal heftiger ausgesprochen als die erste und da ist jetzt nochmal eine Revision. Das heißt, es wird ein Urteil geben, aber das Entscheidende ist ja, dass er nicht nur wegen der Verurteilung, wird, ne? Ja, es geht ja darum, wie Bayern eben immer die ganzen Kampagnen Rot gegen Rassismus und was es nicht alles gibt. Wart mal ab, was jetzt aus der Kurve kommen wird, weil man mag über die Bayern, also über die Allianz Arena, kann man ja sagen und denken, nicht nur was man will, sondern wie es ja auch ist, aber dass die Kurve eine Meinung hat und die auch immer direkt wieder adressieren wird, also da bin ich mal richtig gespannt, was das für ein Feuer geben wird. Hinterm Tor. Für den vierten Innenverteidiger, der 35 ist und du den in dreiviertel Jahren Kader hast. Verstehst das ist für mich das Allerdümmste, ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann stellt sich Christoph Freund in einem der ersten Bayern-Interviews heute vors Mikro und sagt, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr und sagt, ja, das ist privat passiert und das ist erstmal nicht relevant. Private Geschichte. Geschichten schauen wir nicht beim Scouting. Kein Social Scouting. Und hier im Chat wird es auch gerade geschrieben, interessant ist ja auch, dass Gnabry vor einen Besuch in Paris an den Pranger gestellt wird und jetzt heißt es, dass das Private egal ist. Irgendwo ergibt es das alles in dieser Matrix keinen Sinn und das ist mir dann auch zu viel. Da kann Thomas Tuchel, ich bin vollkommen bei euch, für Thomas Tuchel ist es hier einmal Mittelfinger und um so ein bisschen zu zeigen, hier funktioniert gar nichts und ich zeige euch jetzt, was wir gebraucht hätten. Aber wie das passiert und also die Art und Weise geht einfach nicht. Und im Chat schreibt es auch gerade jemand, seine Frau schlagen ist also Privatsache. Da muss man eine ganz klare Kante als Verein auch bekennen und sich so jemanden nicht nochmal in den Verein holen. Ja, zumal der ja jetzt, angenommen, das wäre jetzt Thomas Müller. Der argumentiert. Also angenommen, das wäre jetzt ein Thomas Müller-Typ, ja, wo du sagst, okay, der war ja immer billig. Aber die haben den doch damals schon nicht gemocht. Also ernsthaft,
Das haben wir, Flo, wir haben doch damals schon darüber diskutiert, dass der ja nie Bayern-Familie war. Es gab ja trotzdem immer wieder Schüsse von Uli Hoeneß, so quasi, der mit seinen blinkenden Rucksäcken und so ein Scheiß. Also so richtig angekommen war der, so richtig beliebt war der ja eh nie. Also wenn das so ein Thomas Müller-Typ gewesen wäre, wo man sagt, den muss man jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, rehabilitieren und man baut den wieder ein und gibt dem eine Perspektive oder was weiß ich, das hätte mich, wäre für mich bei. Also es wird jetzt kein kommender, wird kein kommender Sportdirektor vom FC Bayern werden. Nein, eben, das meine ich damit, genau. Ja. Deswegen, ich verstehe das überhaupt nicht. Also wie gesagt, wirklich das Einzige wäre für mich wirklich, wenn Tuchel sagen würde, wir brauchen Beine im Training, wir brauchen vier Innenverteidiger, ganz einfach, das habe ich mir gewünscht. Und dann haben wir nicht mal lange überlegt, dann ist es vielleicht okay, aber jetzt, also, wenn du das wirklich abgewägt hast und du kommst dann zum Schluss, das ist eine gute Idee, dann bitte nicht. Also brauchst du jetzt die Beine, sag die Zins, brauchst du jetzt die Beine so lange, bis du vom Stanisic im Februar wieder zurückholst, oder wie? Oder im Januar? Ja. Aber die ziehen das nicht durch, das sage ich euch. Also warum verpflichten sie ihn denn nicht gleich? Das ist ja quasi eine Marktanalyse. Und die werden jetzt in 2-3 Tagen sehen, dass sie nichts anderes beantworten müssen als den Scheiß, das ziehen sie nicht durch. Hat trotzdem schon geschadet, glaube ich, ganz ernsthaft, aber die ziehen es nicht durch, sage ich. Also ist eine These, die ich so unterschreibe, weil wenn sie es machen, ist das ein Tod auf Raten. Da wird es so krachen. Und Ich weiß einfach nicht, in welche Richtung das gehen soll. Ich find's Panne, was bei Bayern passiert. Aber geil, oder? Also es ist halt sau schwierig. Ich finde es so hochexplosiv und manchmal fehlen einem da so ein bisschen die Worte. Auch wenn wir wieder zum Sportlichen kommen wollen, wollte ich noch eine Sache ganz kurz sagen zu dem Leipzig-Spiel auch. Ich weiß gar nicht, mit wem, kann auch sein, dass ihr, ich glaube, mit Flo habe ich darüber gesprochen, bei dem Bremen-Spiel. Ey, da war schon klar, bei dem Pressing, was Bayern fährt aktuell, dass denen das um die Ohren fliegt gegen das nächstbessere Team. Die verteidigen ja permanent mit ihren Innenverteidigern Upamecano, Kim aus der Kette raus, ohne eine Tiefenabsicherung. Und neben dieser aktuell fehlenden Spielanlage fliegt denen auch in der Defensive jeder Konter um die Ohren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind für mich alles, wenn ich diese ganzen Puzzleteile nehme und die zusammenpacke, dann komme ich einfach dabei raus, dass Thomas Tuchel aktuell nicht mehr so lange Trainer beim FC Bayern sein wird. Ja, auch da, wenn wir, dann wird Ten Hag übernehmen. Das fand ich unrealistisch. Ja, der war ja schon mal da. Ich sehe das auch so, und wenn wir mal mit die Eber-Situation von vorher vergleichen, auch bei Tuchel habe ich nicht das Gefühl, also zum Beispiel wie der so Nestwärme ausgestrahlt hat bei Chelsea vor der Besitzerwechsel-Geschichte natürlich, und dann jetzt wie er über Bayern redet, also so richtig happy ist der, glaube ich, nicht. Dem gefällt es in München ganz gut, deswegen glaube ich, bleibt der. Der weiß auch, so viele Vereine gibt es nicht mehr auf diesem Level, weil er hat jetzt auch schon ein paar verbrannt. Oder er war schon bei ein paar, sagen wir es mal so. Alle wollen ihn nicht. Viele haben natürlich auch dann andere Trainer und so weiter und so fort. Wen gibt es denn noch, den er sich vorstellen könnte? Frankreich ist zu, Italien, glaube ich, mag er nicht. Premier League war er jetzt. Wo soll er hin? Das hat die große Frage. Und ich glaube, dass der jetzt einfach sagt, ach komm, ich ziehe das jetzt durch, weil ich habe jetzt keinen Bock, und das werden wir dann schon sehen. Und ich glaube, es ist auch noch nicht genug. Also wenn der jetzt hinschmeißen würde, theoretisch, dann würden ja alle sagen, hä, was, jetzt schon? Hä, warum denn das? Deswegen, ich glaube, dass es einfach noch nicht, es ist noch nicht genug passiert. Aber wir kennen Bayern. Das war jetzt ja die Frage. Genau, Jogi. Es wird noch was passieren, ja. Es wird noch was passieren. Von ihm aus, weil als ihr jetzt gesagt habt, dass er nicht mehr Trainer sein wird, dann wollte ich eigentlich als nächstes fragen, ja, von wem geht es dann aus? Und das ist die Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sportlich... So Mutual Agreement. Es gibt irgendwann mal eine Sitzung, da sagt der, der Kader ist scheiße, dann sagt der Uli Hoeneß, für deinen Kader bist du selbst verantwortlich, und dann geht der Scheiß von vorne los. Und dann hauen sich die da die Köpfe ein. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass die dann beide rausgehen mit, weißt du was, lösch meine Nummer, ich will nichts mehr von dir hören. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Boah, krass. Also die haben sich eigenverantwortlich. Aber also alle bauen doch schon vor. Also beide Parteien bauen doch schon vor. Die einen, dass der Kader eben falsch zusammengestellt wurde. Die anderen, die schon mal gesagt haben, also jetzt hast aber auch alles. Jetzt ist er mal Aru. Wie war der Wortlaut so nach dem Motto? Wer braucht denn hier einen defensiven Sechser? Unser Kader ist stark genug. Hast du einen Leimer? Deswegen, genau, hast du einen Leimer?
Und du hast ja vor allem auch alle Spielertypen, die du einfach nur brauchen kannst, um eine super Mannschaft haben zu müssen. Also sei still und mach weiter. Das heißt, beide Parteien bauen schon vor. Also machen wir mal einen doppelten Strich drunter. Tuchel nächstes Jahr nicht mehr an der Seitenlinie, da sind wir uns, also nicht ja, sondern Saison. Nächste Saison. Und der größte Gewinner an der ganzen Sache bleibt doch nach wie vor Nagelsmann. 100, und weißt du warum? Ich dachte, du sagst Max Eberl wieder. Nee, der ist eigentlich einer der großen Spaß, Verlierer der letzten Monate. Aber bei Julian Nagelsmann, der hat es auch so clever gemacht. Ich glaube, dass er super viel hätte sagen können im Nachhinein, auch kontra FC Bayern. Der hat einfach seine Fresse gehalten, hat das medial alles über sich ergehen lassen, in dem Wissen, das kracht hier in den nächsten 3 bis 4 Monaten, fällt das alles hier zusammen, das ganze Chaos. Ist bei jedem Spiel so, weil er hatte bei der DFB-Pressekonferenz, hat er sich fast verplappert, ne? Also, ja, das sieht man so sein Team und dann denkt man sich, schade. Weil da hat er schon gesagt, dann denkt man sich, das hätte man auch gut machen können. Aber ja, hat er nicht. Also, erstaunlich, weil es ist schlechter geworden seither, das muss man ehrlich sagen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und er ist, also ich gebe dir aber vollkommen. Aber hätte ich auch nicht gedacht. Muss ich echt sagen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich kenne auch jemanden, der dachte schon, dass es in die Richtung geht und ist rechtzeitig gegangen. Dann war er sehr clever. Hermann Gerland, nein. Aber ich glaube tatsächlich, dass der zeitgleich mit mir ging, oder? Mit Flick. Hermann Gerland. Sandro Wagner. War der Sommer 21, ja. Sandro Wagner auch. Das war alle in dem gleichen Sommer wie auch meiner eins. Also, es geht seit längerem. Mit Flo's Weggang ging alles los. Da fing der Scheiß an bei Bayern. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe nur zugeguckt. Ja.